Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Until Dawn. Ja, wie versprochen geht es jetzt weiter mit der Doppelfolge und wir machen halt direkt mal weiter mit der Story natürlich, denn in der letzten Folge sind wir nämlich jetzt in der Bude eingebrochen. Ja gut, was heißt eingebrochen? Chris ist ja kurz in der Bude eingebrochen, weil wir alle sonst reinkommen können. Und jetzt machen wir weiter mit den beiden Pärchen, also Jess und Mike oder auch die Pornostars, wie auch Josh die gerade genannt hat. Ja, weil Josh meinte, es gäbe noch eine Privathütte und Jess und Mike wollen die natürlich auch ausnutzen. Na dann, schauen wir mal, wie es dann weitergeht mit unseren beiden Lovergirls oder Boys oder Pärchen. Und wieder in der Kälte. Hey, Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Was die auch immer sagen, ne? Okay. Wir machen jetzt ein schönes Foto, ne? Ja, ja, es kann auch besser sein. So. Na, ach komm, Jazz, komm. Ja, das ist doch gut. Ja. Bitte lächeln. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so. Ich will das Foto sehen. Krass. Ich will das Foto sehen. Komm schon. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie kann man die Leute ein bisschen in Gruppen sortieren. Wisst ihr, was ich meine? Und zwar ist mir so einige Sachen aufgefallen. Matt, der Boyfriend von Emily, ist so der Netteste. Mike, der, naja, der Partycrasher, der mal alles Spaß macht und auch irgendwie gerade zur Zeit ein Sexy Time ist mit Jess. Jess ist, man merkt, sie ist wirklich respektlos. Sie ist diese zickes Mädchen, ist einfach, einfach heiß auf Mike. Versteht ihr, was ich meine? Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Sam ist quasi die Vernünftige. Chris und Ashley, beide würde ich sagen, sie sind schüchtern, aber sehr, sehr liebesvoll und nett. Ja, Emily, müssen wir nicht darüber reden. Die ist absolut nervig, zickig. Man kann die nicht leiden. Und Josh, ja, Josh ist irgendwie, ja, der coole Typ, der lockere, ne? Irgendwie schade. Privatgrundstück, Washington Anwesen. Ja, den Rest. Ja, also mehr gibt's da nicht. Mehr kann ich auch nichts mehr dazu sagen. Sollte mal ein bisschen hier Ausschau halten, wegen dem Totem. Weil die sind echt fies versteckt, man kann die ganz leicht übersehen. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Zustimmt, Emily war total bescheuert, widersprechen, lässt ihm einfach ein Okay. Ja, warum nicht? Emily war total bescheuert. Ja, das war sie. Also sie hat auch mit dem Streit angefangen. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Oh. Eifersucht. Ihr Pech. Naja. So, was ist denn jetzt Status-Update? Ah, hilfsbereit? Sind wir jetzt ein bisschen weniger geworden? Wir haben mehr Jess bekommen, Matt, ich weiß nicht, ich glaube ein bisschen weniger oder noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht genau hingesehen. Okay, Moment mal, ich denke mal, wir müssen hier lang, aber wir gehen erstmal da lang. Denn ihr wisst ja, ich will hier alles erkunden, was man hier kann. Oh, was haben wir hier? Ein Totem. Was ist es diesmal? Es ist rot. Gefahrentotem. Okay, wir sahen jetzt gerade Ashley, die von irgendjemandem geschlagen wird. Ja, wir sind Ashley und ein Typ mit einer Maske. Und sie wird geschlagen. Okay. Aber da drin ist ja auch noch etwas. Okay. Mal sehen.
Ah, Strom. Boom. Sehr gut, Mikey. Ja, ich bin einfach der Experte. Ah, jetzt können wir das Tor benutzen. Okay, verstehe. Okay. Ah, natürlich. Jetzt ist er weg. Okay, haben wir hier noch etwas? Anscheinend nicht. Aber wir wissen schon lange bereits, dass wir nicht alleine draußen sind. Aber wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Ist er gut? Ist er böse? Wer weiß? Wir müssen das Spiel spielen, um das herauszufinden. Also rein theoretisch, ne? Braucht man nicht die Tür, man muss einfach nur rüberklettern. Rein theoretisch. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Nein, wir brauchen keine Hits, wir brauchen keine Hits. Urheberrecht, bla bla bla. Das hört er nicht. Nee. Ich singe mein eigenes Lied. Da da da, ja, ich und Jess. Da da da, wir gehen im Wald. Da da da, wir gehen zur Hütte. Da da da, ich brauch nicht die Musik. Ein Sexurlaub. Okay. Ja, Jess stellt sich einen Sexurlaub vor. Bla bla bla, das höre ich nicht. Bla bla bla, ich höre keine Musik. Bla bla bla, ich gehe mit Jess in den Wald. Bla bla bla, wo ist denn die Hütte? Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Fragen, woran erinnerst du dich? Respektvoll, mögen sie in Frieden ruhen. Wir bleiben natürlich respektvoll, auch wenn Mike jetzt ein bisschen arschig ist. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Und was hat sich jetzt geändert? Romantisch. Okay, wir sind ein bisschen romantischer geworden. Ich glaube, das soll ich auch mal versuchen, das mit Jess. Wir wollen natürlich für Jess auch schon romantisch sein und nicht wie ein Arschloch sein. Denn darauf wollen auch die Mädchen, dass die Kerle romantisch sind, ne? Was war das? Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Ja, da war was, aber was war das? Was zur Hölle war das? Und nein, ich glaube nicht, das war nicht dieser eine Mensch, den wir gerade gesehen haben. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Ja, ich weiß, wir können Emily nicht ausstehen. Ach komm schon, Leute. Wenn ihr sowas seht, was würdet ihr denken? Ach, wir gehen den langen Weg oder ich kletter einfach drüber? Mal jetzt eine ganz ehrliche Frage, ne? Also wirklich rein theoretisch. Man kann da reinklettern, also was da rüberklettern. Oder drunter kriechen, ne? Krabbeln. Aber nee, weißt du, wir gehen natürlich den langen Weg. Wir sind Abenteurer. Wir finden einen anderen Weg zur Hütte. Wir sind Abenteuer, Mike und Jess. Ich bin Indiana Jones, also Mike ist Indiana Jones und du bist wahrscheinlich einer von Indiana Jones Girls. Marion. Oder nee, nicht Marion, die aus dem zweiten Teil. Jess! Wie hieß die nochmal? Aus Tempel des Todes. Fuck. Willy, hey, genau, sie heißt Willy. Hey, alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja, kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Vorsichtig schieb die Lore weg. Heroisch, ich springe runter. Ich weiß nicht, aber komm, ich würde sagen, ich springe einfach runter. Wir sind schon ein krasser Typ, ne? Der Mike. Ja, schon krass. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Da war er. Alter, der verfolgt uns. Hey, Adonis. Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ja, aber natürlich.
Aber als ob Jess den nicht gesehen hat. Was will der Kerl von uns? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben. Und schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Ach, Mike. Das muss ich immer so anhören, ne? Kann auch anders klingen. Ja, ich gehe mal lieber mal vorsichtshalber zurück, weil ich weiß, an einer Stelle sollte man echt zurückgehen, um ein Totem zu finden. Aber wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, wo die alle versteckt sind. Aber ich weiß ganz genau, in einer Höhle war er richtig versteckt und das fies. Darauf hätte man auch niemals gekommen. Ach, das macht nichts. Passiert doch schon mal. Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich okay. Was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Ist das jetzt der richtige Weg? Moment mal, es sieht irgendwie aus wie der richtige Weg. Ich will. Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Ich will sprinten, aber das macht man mit L1. Jazz, ich will zurück. Aber ich drücke irgendwie immer R1. So, was ist denn eigentlich da hinten? Ah, da kann doch irgendwas versteckt sein. Da liegt doch was. Ah, haha, ist doch ein Totem. Tatsächlich. Und, was bekomme ich? Was werde ich gleich sehen? Ein Weißer. Ein Glückstotem? Wir haben jetzt gerade Jess in Bikini gesehen. Und das mitten draußen, das bringt uns Glück. Vielleicht für Mike, aber... Was? Ah, falsche Taste gedrückt. Okay, was soll das heißen? Dass Jess... mit Bikini... Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Aber da war irgendwas. Aber was ich sagen wollte ist... Oder fragen... Bringt das jetzt Glück, weil damit wir halt Jess sehen, wie die halbnackt rumläuft für die Boys oder was? Egal, nicht fragen, einfach machen, wer weiß, was passiert. Es ist natürlich unsere Entscheidung, was wir machen, ne? Aber ich will ja auch nicht so viel verraten. Und wer weiß, was ich alles noch so entscheide. Okay, hier geht's weiter, aber da ist noch etwas. Zigarre. Ein schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Okay, ein weiterer Hinweis. So, Moment mal. Der Unbekannte. Ein ausgedrückter Zigarrentummel. Sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Ach so, wahrscheinlich ist es der Unbekannte vom... dem, was wir gerade gesehen haben. Das macht vielleicht ein bisschen Sinn. Wow. Das mystische Symbole. Ja historisch. Oh, wie abgefahren. Und etwas gruselig. Oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Schreien, wofür? Ah! Ah! Shit. Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Allerdings. Okay. Ah, Moment mal, da funkelt mal wieder was. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ich will dich. Okay, war jetzt scheiße von mir. Scheiße.
Der Laden ist die reinste Bruchbude. Ja, immer Ladies first, ne, natürlich. Jazz geht immer vor. Ah, wir sind draußen. Endlich. Ah, wieder in der Kälte. Und überall Schnee. Aber ziemlich weit ist die Hütte weg. Findet ihr es nicht? Ja gut, wir haben jetzt auch gerade einen Umweg genommen. Weil wegen Baum. Wegen Baum. Wo man auch gar nicht rüberklettern kann oder drunter krabbeln. Ah, nein. Die müssen immer gehen. Cabin. Was ist das? Ich dachte schon, da bewegt sich etwas. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Was für eine Wahlkampfrede? Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. Hä? Was war das? Das war doch kein Tier. Okay, mehr kann ich auch nichts schauen. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe? Wir sind ganz allein hier. Ach komm schon, Mike. Möglich. Wirklich? Ey, das haben wir doch auch gesehen. Komm schon, Mike. Komm schon. Hey, Jazz. Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Blackwood Pines, Michael, Gebirgsbewohner. Ich habe eine mega Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Oh ja, warum nicht? Ich liebe Bären. Bären sind doch so süß. Und genau in dieser Jahreszeit, warum nicht, ne, in der Dunkelheit, wo viel Schnee ist. Naja. Okay, Mackenzie Wolf, Canis Lupus Occidentalis. Diese mächtige Raubtiere, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly Bear, Ursus Actors Horribles. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägten Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch. Nicht frisch. Lachs, Barsch, Forelle. Okay, Lachs mag ich wirklich sehr gerne. Weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbärchen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlysbären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti. Cervus Candensis Nelsoni. Sorry, wenn ich das komisch lese. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit tausenden von Jahren, obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind.
sind die dominanten Männchen Bullen dafür bekannt, ihre Herden gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Okay. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, wir können noch ein bisschen rumlaufen. Und das geht wieder nach unten. Ab zur Hütte. Ich frage mich echt, wie das dann halt im Sommer ist. Ohne Witz. Da ist es, glaube ich, viel schöner als jetzt hier im Winter, oder? Ja gut, ich finde aber, Winter ist auch manchmal schön, aber jetzt diese Gegend und durch solche Situationen eher nicht. Warum ist da jetzt so eine gruselige Musik? Ach, das sind ja Rentiere. Guck mal, Jess, Rentiere. Ach komm, du magst doch Rentiere, oder? Oh, die... Scheiß Taube! Vorsicht, Spatzenhirn! Scheiß Taube! Alter! Ratten mit Flügel? Witzig, ich hab nur geflirtet. Alter, scheiß Taube! Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich hab viel Liebe zu geben. Die sind schon ziemlich schmutzig. Oh Gott, verdammte Taube. Okay. Oh! Oh, das war irgendwie falsch. Wir sind jetzt ein wenig romantischer geworden und... Beziehungsstatus wenig Jazz? Okay. Alter. Das war jetzt mies. Das war... Hätte ich jetzt nicht gekommen. Aber wir haben Rentiere gesehen. Wir haben Rentiere gesehen. Aber Jess will gerne einen Bären streicheln, ne? Okay, ich glaube, wir müssen links, oder? Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Ach, ja natürlich. Oh, hier machen die es sofort. Auf unten, dort drüben nicht, ne? Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! What? Oh, jetzt sind wir wieder in der Hütte. Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? War doch typisch. Ha. Komm schon. Wer will schon okay, hier Josh, in der Wanne? Dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Okay. So, Leute, das Ganze machen wir dann leider erst in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, wieder mal die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like da und schreibt auch wenigstens was Tolles in den Kommentaren. Ich persönlich habe ich wieder großen Gefallen, das Spiel zu spielen. Also, meine Güte, auch wenn ich das Spiel schon mal durchgespielt habe, trotzdem macht das schon ein Erschrecken. Naja, was heißt Erschrecken? Es gibt noch einige Jumpscares, die mich schon wieder zum Schreien bringen. Nun gut, ja, wir sehen uns das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Until Dawn. Macht's gut, bis bald und seid vorsichtig. Tschüss!